Also, erzähl mal ein bisschen was vom Tag. Was ist heute so passiert nach eurer Kreuzfahrt? So, also, wir sind angekommen, dann sind wir in die Zelte, haben unsere Feldbetten aufgebaut und dann sind unsere Sachen so eingerichtet und alles. Und da gab es Mittagessen und da mussten wir Wurst grillen. Und dann, es war sehr lecker, ja. Und wie ist es zu der Situation gekommen, dass ihr jetzt hier gestrandet seid? Was ist da passiert? Wir wurden gefragt. Explosion. Genau. Influencer Michi. Genau. Der hat das komplette Schiff demoliert mit seinen... Nein. Influencer Michi, der hat eine Story gedreht, dass er jetzt auf Kreuzfahrt geht und hat sich voll gefreut. Er war so am Cocktail schlürfen auf der AIDA und auf einmal hat er so ein Grummeln gehört. Und auf einmal war doch nicht mehr alles okay. Und dann musste er fliehen. Und dann ist er auf einmal am Waldrand einfach aufgetaucht. Mit dem zweiten Schiffskapitän. Und die haben sich hierher geschleppt. Und ja, und dann hat er den Kapitän beschuldigt, ausgefragt, warum das denn passiert ist. Weil es ist einfach so untergegangen. Ja. Habt ihr selber irgendwas mitbekommen, was da am Schiff los war? Ich habe geschlafen tatsächlich. Meinen Mittagsschlaf habe ich gemacht. Ja. Und auf einmal schreien alle und sind gerannt. Und dann bin ich einfach hinterhergerannt. Und jetzt bin ich hier. Jetzt sind wir hier. Irgendwo in der Wildnis. Ne? Ausgesetzt in der Wildnis. Ja. Und ich würde jetzt aber erstmal gucken, wer alles das an Land geschafft hat. Finja. Ja. Mika. Ja. Elina. Ja. Noah. Ja. Nico. Ja. Marietta. Ja. Jonas. Ja. Quentin. Ja. Michi. Also. Heiko. Ja. Hallo meine lieben Follower, ich bin's wieder, euer Influencer Michi. Wie ihr mich kennt, ich werde mich auf ein neues Abenteuer begeben für euch. Und zwar werde ich in den Ferien jetzt auf eine Kreuzfahrt gehen. Auf diese Kreuzfahrt, auf einem riesigen Schiff, werdet ihr mich begleiten. Ich werde euch mit aktuellen, tollen, neuen Videos versorgen. Also kommt einfach mit. Meine schnelle Brille ist auch dabei. Die Sachen werde ich gleich packen und dann geht's ab zum Hafen und dann aufs Schiff. So, der Koffer ist gepackt. Der Handy-Akku ist voll. Ich nehme euch mit. Let's go! Wuhu, Kreuzfahrt! Ich bin jetzt hier am Hafen angekommen. Ich gehe gleich an Bord. Let's go! Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt an Bord. Hier ist alles super. Viele Pools, lauter nette Leute. Auch das Personal mega freundlich. Und schon wieder ein großer Pool hier an Bord. Mal schauen, was ich jetzt mache. Ihr seht, ich bin noch am Hafen. Wahrscheinlich werde ich mich die nächsten Tage hier auf eine dieser Liegen legen. Tag 4 der Kreuzfahrt. Wir sind seit 3 Tagen irgendwo auf dem offenen Meer unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Egal, ich habe gutes Wetter und einen leckeren Cocktail. Hier an Bord passt alles. Ich durfte schon sehr viele nette Leute kennenlernen. Unter anderem den Kapitän. Und mal schauen, was die... Was war das gerade? Habt ihr das mitbekommen? Riesenknall. Keine Ahnung, ich denke mal, auf diesem großen Schiff kann uns eh nichts passieren. Ich weiß nicht, was es war. Ich genieße weiter meinen Cocktail. Kann nicht so schlimm gewesen sein. Okay, ist doch schlimm, wir sinken. Ich muss vom Schiff runter. Aber wie kann es sein, dass das Schiff sinkt, obwohl wir... Da war doch die Explosion und... Achtung, jetzt muss noch auf den Rettungsboot und runter von dem Schiff. Wie kriegt das jetzt sonst? Gut. Geht.
Preise gesehen. Oh, guck mal. Michael. Da hinten sind die letzten zwei fehlenden Überlebenden. Ja, ich helfe dir. Überlebende! Überlebende! Gott sei Dank! Hat jemand was zu trinken? Nee. Wir haben gerade noch irgendwelche Menschen gehört und sind hierher gelaufen. Ich bin der Influencer. Mich hier immer noch da vorne gemappt. Ja, geht's euch allen gut? Ja. Den habe ich noch auf dem Weg gefunden. Mensch, ich weiß nicht, wer das ist. Ich war auch mit auf dem Schiff mit meinem Kapitän. Ja. Geschafft, ja. Mein Adjutant. Gott sei Dank. Es war ein harter Kampf. Beim Einkrachen des Schiffes bin ich irgendwie durch die Gegend geflogen. So, wir haben es jetzt. Ich habe es jetzt geschafft jetzt. Habt ihr den Knall auch gehört an dem Schiff? Nö. Nein. Doch, ich habe ihn gehört. Doch, ich habe gesprochen. Ich einfach so runter. Doch. Ich habe keine Ahnung, was das Schiff ist. Da war bestimmt ein Feld und dann bam. Ich glaube nicht, dass unser Untergang eine natürliche Ursache hat. Weil unser Schiff ist eigentlich unsinkbar. Glaubt ihr, unser Schiff hat jemand manipuliert? Ja! Das war doch sicher der zweite Kapitän. Der will doch sicher erst mein Kapitän. Mannst essen? Gab es Nudeln. Oh. Entweder mit Ei für die vegetarischen und für die nicht vegetarischen anderen mit Schinken dazu. Aufgestellt mit der Fahne, die wir ja beschützen müssen, und wir haben Überfalltraining gemacht. War sehr schlimm. Schon mal zu proben, aber es lief nicht so gut. Ja. Was war denn so schlimm am Überfalltraining? Nein, Kinder. Die standen halt voll viele am Rand rum und haben nichts getan. Und wenn man sie halt angeschrien hat, dass sie sich wenigstens auf die Beine setzen sollen, was jetzt keine schwere Aufgabe ist, haben sie halt nichts getan, haben sich trotzdem immer noch angeguckt und nichts getan. Das muss halt, jeder muss was tun. Ja. Es gibt niemanden, der nichts zu tun hat beim Überfall. Also die wichtigste Regel. Aber es gab auch so ein paar größere, die haben richtig gut schon mal geübt und haben auch Leute so mit dem Arm in den Schwitzkasten umgehauen. Das läuft, glaube ich. Aber müssen, glaube ich, noch an der Motivation von den kleinen Kindern arbeiten, dass sie halt alle was tun. Selbst wenn es nur Klebeband bringen ist oder die Überfälle die Gefesselten schon bewachen oder gucken, ob da noch mehr kommen oder so. Oder die anderen, die noch in den Zelten schlafen, wecken. Weil es könnte ja auch sein, dass die heute einfach schon kommen. Und so das ausnutzen, dass wir noch nicht so vorbereitet sind. Deshalb müssen wir vorbereiteter sein. Die!
Und was erwartet ihr euch von den nächsten Tagen? Oder was denkt ihr, wie kommen wir von der Isar-Insel wieder runter? Wie können wir uns befreien? Habt ihr da? Oder wir müssen bestimmt irgendwelche Aufgaben lösen, um denjenigen rauszufinden. Und dann gibt es so einen Endkampf oder sowas. Ein Endgegner oder ein Endboss oder irgendwas sowas in der Art? Okay. Der halt so, dann kommt bestimmt irgendein Plot-Twist, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und auf jeden Fall wird uns in den nächsten Tagen, denke ich, auch coole Spiele erwarten und Überfälle. Oder ein Überfall mindestens. Ich glaube, es sind zwei. Letztes Jahr waren es drei, ne? Was? Drei? Drei Überfälle. Drei oder vier waren es. Drei. Okay, krass. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es gibt nur einen. Okay. Gut, wunderbar. Vielen Dank euch. Das war komplett durcheinander, aber es war so schlimm.